In diesem Video kreieren wir ein automatisches Inhaltsverzeichnis mit Word, und zwar ein Inhaltsverzeichnis, das aus mehreren Ebenen besteht. Ich habe hier einen Beispieltext und ich habe hier die Überschriften und die Zwischenüberschriften absichtlich etwas eindeutiger bereits formatiert, damit wir die gut auseinanderhalten können. Quasi ich habe hier Überschriften, die quasi auf gleicher Ebene sind. Das ist eine Unterüberschrift von Geografie. Geologie ist wieder die gleiche Hierarchie wie Landschaftsbild. Und hier habe ich zum Beispiel Antike ist eine Unterüberschrift von Geschichte, und Karthager und Griechen ist wieder eine Unterüberschrift von Antike. Also wir haben im Prinzip hier insgesamt 1, 2, 3 Ebenen. Und ich möchte jetzt eben gern mit Word ein Inhaltsverzeichnis zum Schluss generieren, wo all diese Ebenen drin vorkommen. Und der Vorteil ist ja, wenn ich es mir automatisch von Word generieren lasse, ist, dass wenn sich irgendwas bei den Seitenzahlen ändert, dass das quasi mit einem Knopfdruck sich dann übernimmt. Beziehungsweise wenn ich Überschriften rauslösche oder ganze Abschnitte rauslösche, dass ich auch mit einem Knopfdruck mein Inhaltsverzeichnis aktualisieren kann. Und außerdem ist es wesentlich einfacher, sich ein Inhaltsverzeichnis generieren zu lassen, als das händisch selbst zu schreiben. Also davon würde ich wirklich sehr stark abraten. Es gibt jetzt da mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Das Wichtige ist mal, das Ganze funktioniert über Formatvorlagen. Und da gibt es jetzt da zwei Herangehensweisen. Ich kann entweder bereits die von Word vorgefertigten Formatvorlagen verwenden. Da gibt es hier Überschrift 1, Überschrift 2. Oder ich generiere mir selbst eine Formatvorlagen, und mir persönlich ist die Variante sympathischer, wo ich mir selbst generiere. Und ich lege jetzt mal vor, quasi los mit dieser Überschrift hier. Und ich hätte gerne eine Nummerierung. Ja, also das soll erstens sein, das soll zweitens sein, das soll 2.1 sein, das soll 2.2 sein, das soll drittens sein, das soll 3.1 sein und das soll 3.1.1 sein und das soll 3.1.2 sein und so weiter. Also quasi, dass die Hierarchie eingehalten wird. Und dazu beginne ich jetzt einfach ganz oben einmal bei dieser quasi Überschrift der Hierarchie 1. Ich nenne es daher auch gern H1 als Kurznamen, angelehnt an HTML. Und das Wichtigste ist einmal, dass ich hier die richtige Art der Nummerierung auswähle. Also wenn ich das markiere, für gewöhnlich macht man Nummerierungen ja hier. Aber das Wichtige ist hier, dass ich eben quasi mehrere Ebenen habe. Und deswegen gibt es hier rechts daneben den Punkt Liste mit mehreren Ebenen. Und da muss ich mich mal von vornherein für eine Nummerierungsart entscheiden. Ja, es ist automatisch immer eingestellt, erstens, artens, itens. Das ist jetzt nicht die Format, nicht die Art, die ich gern hätte. Und zwar, ich hätte gern die, die ich gerade erwähnt habe. Ja, mit 1, 1.1, 1.1.1 und so weiter. Achtung, die gibt es hier drunter noch einmal. Da steht aber bereits dabei, Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3 und so weiter. Das wäre das, wenn man es mit den bereits von Word vorgenerierten Formatvorlagen hier oben machen möchte. Wenn ich es quasi selbst mir erst zurechtlegen möchte, dann nehme ich das hier, wo hier so die Striche sind. Und diese Striche stehen eigentlich dafür, dass wir eben dann selbst Formatvorlagen festlegen können, die sich an der jeweiligen Position hier befinden. Also ich nehme jetzt das hier und habe jetzt hier mal erstens Einleitung. Und jetzt generiere ich mir daraus eine Formatvorlage. Also mache ich rechte Maustaste drauf und kann hier über Formatvorlagen, Formatvorlage erstellen, eine Formatvorlage generieren, die nenne ich jetzt einmal H1. Okay. Und in dem Moment habe ich sie hier oben drin. Jetzt geht es weiter mit Geografie. Geografie ist auch eine H1, ist die gleiche Ebene, also zweitens. Und jetzt kommt eben der Clou. Jetzt hätte ich gern, dass Landschaftsbild 2.1 ist. Das heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, also ich schaue jetzt mal kurz hier rein, muss jetzt hier dafür sorgen, dass das quasi an diese zweite Stelle hier rückt, an 1.1. Und das geht von mir aus gesehen am einfachsten, wenn ich es zuerst jetzt einfach mal mit der Formatvorlage H1 formatiere und dann hier draufklicke und die Listenebene ändere. Ich sehe hier, erstens ist bereits mit H1 belegt, und wenn ich das nächste nehme, dann kann ich es hier reinschieben. Und jetzt kann ich noch die Farbe ändern. Ich mache es ein bisschen kleiner. Und von mir ist nicht mehr fett.
Und jetzt bin ich soweit einmal fertig. Und jetzt kann ich das Ganze hier als H2 abspeichern. Was mir vielleicht nicht so ganz gefällt, ist, dass das diese H2 so an der diese Überschrift hier drüber hängt. Das schauen wir uns dann zum Schluss an, woran das liegt. Ja? Ich generiere mir hier jetzt die nächste Formatvorlage, also Formatvorlage erstellen, und die nenne ich H2. Fertig. Und in dem Moment springt das nach unten. Warum? Weil er erkennt, es ist eine andere Formatvorlage und deswegen macht er wieder diesen Abstand, der hier bereits voreingestellt war. So, Geologie ist ebenfalls eine H2. Ich habe das hier oben jetzt bereits in der Schnellauswahl drin. Also klicke ich H2 drauf. Geschichte ist eine H1. Antike ist wieder eine H2. Und jetzt sind wir bei den Karthagern und den Griechen. Und die Karthager und die Griechen wären jetzt eine H3. Also es ist noch einmal eine Unterüberschrift von hier von der Antike. Und da mache ich jetzt das gleiche, die gleiche Vorgehensweise. Ich formatiere es mit der Formatvorlage, die quasi 1 drüber steht, und das ist in dem Fall die H2. Und gehe jetzt wieder auf hier, also auf den mittleren Nummerierungspunkt, den wir eigentlich sonst immer verwenden, klicke da auf das Pfeilchen daneben und gehe wieder auf Listenebene ändern. Wie ich sehe, hier ist erstens mit H1 belegt, 1.1 ist mit H2 belegt und jetzt kann ich 1.1.1 mit H3 belegen. So, jetzt rückt das rein. Jetzt kann ich es wieder umformatieren, also ich mache es noch eine Spur kleiner und wieder kursiv, so wie es vorher war. Und jetzt kann ich das Ganze wieder mit rechter Maustaste Formatvorlage erstellen als H3 abspeichern. Fertig. Und so mache ich jetzt weiter. Das ist auch eine H3. Das ist eine H2. Das ist eine H1. Fertig. Und damit ist das ganze Dokument fertig formatiert, also die Überschriften. Vielleicht noch mal Kleinigkeiten zur Wiederholung. Wenn mir beispielsweise die Abstände hier zu groß sind, könnte ich da draufklicken, also markieren, auf Absatz gehen und könnte sagen, ja, okay, 10 Punkte danach sind mir zu viel, ich hätte eigentlich gerne nur 6 Punkte danach. Klicke auf, also hier bei Abstand, vor und danach, klicke auf OK. Jetzt rückt das ein bisschen nach oben. Und damit er sich das aber hier überall merkt, muss ich jetzt Folgendes machen. Ich muss hier bei H1 eine rechte Maustaste machen und H1 aktualisieren. Und jetzt, wie wir gesehen haben, rückt das automatisch überall nach. Ich könnte auch im Nachhinein sagen, okay, na, Landschaftsbild soll doch, was weiß ich, die Farbe blau erhalten, warum auch immer. Und jetzt sollten natürlich alle H2s blau sein. Mache ich eine rechte Maustaste drauf, H2 aktualisieren. Und damit wären jetzt da alle H2s und H3s blau, weil ich ja die H2 daraus generiert habe, ist aber kein Problem. Mach das wieder schwarz. Drück H3 aktualisieren. Und jetzt passt das auch wieder. Aber für gewöhnlich, man würde ja bitte eine VBA nicht so wie so einen Regenbogen gestalten. Das wirkt ein bisschen unprofessionell. Aber lassen wir es jetzt einfach einmal so. Und zu guter Letzt kommt jetzt das Inhaltsverzeichnis, das generiere ich noch. Das kann ich jetzt irgendwo generieren. Für gewöhnlich generiert man es hier hoffentlich auf der ersten Seite. Ich mache mir daher eine eigene Seite. Ich füge da jetzt einen Seitenumbruch ein. Und schreibe hier jetzt hin Inhaltsverzeichnis. Und jetzt generiere ich mir ein automatisches Inhaltsverzeichnis. Das geht unter Referenzen. Und da haben wir auch andere wichtige Referenzen drin, ob es jetzt da hier das Literaturverzeichnis ist, ob es das Abbildungsverzeichnis ist. Und hier gibt es das Inhaltsverzeichnis. Da klicke ich drauf. Und ich wähle aus hier unten benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis. Das heißt, der Benutzer definiert selbst, wie es ausschauen soll. Und da ist jetzt Folgendes wichtig, und zwar, dass ich da schaue, welche Formatvorlagen gewählt sind. Das sind die von Word automatisch vorgefertigten Formatvorlagen, die bringen mir nichts, weil ich habe hier H1, H2, H3 definiert. Da gehe ich hier auf Optionen und kann hier jetzt jene auswählen, die ich gern hätte. Da ist Überschrift 1, 2, 3 bereits, da steht was drin. Das lösche ich raus, da steht drin 1, 2, 3. Das sind einfach quasi die Ebenen, so wie ich sie gerne im Inhaltsverzeichnis hätte. Erste Ebene, zweite Ebene, dritte Ebene. Das passt auch bei uns ganz gut. Und zwar habe ich ja auch hier H1, H2, H3. Das soll die erste Ebene sein, das Inhaltsverzeichnis. Das soll die zweite Ebene sein, das Inhaltsverzeichnis. Das soll die dritte Ebene des Inhaltsverzeichnisses sein. Ich bestätige das und habe hier jetzt drin H1, H2, H3. Ich könnte zum Beispiel die Seitenzahlen mir wegblenden, dann ist allerdings die Frage, wozu brauche ich ein Inhaltsverzeichnis, wenn ich keine Seitenzahl dabei habe. Ich kann das sogenannte Füllzeichen ändern, ich kann statt Punkte Striche haben, ich kann sagen, ich hätte gern so Linien oder zum Beispiel gar kein Füllzeichen.
bleibe jetzt mal bei den Punkten. Und wenn ich damit fertig bin, klicke ich jetzt auf OK und habe hier ein fertig generiertes Inhaltsverzeichnis. Und jetzt kann es noch sein, dass sich irgendwas ändert an meinem Text. Zum Beispiel komme ich drauf, ja, dieses 3.1.2 Kapitel, das ist mir nicht gelungen. Das brauche ich nicht in der Arbeit, das soll ich löschen. Dann lösche ich das weg. Das Problem ist, dass 3.1.2 noch immer hier im Inhaltsverzeichnis drin ist. Ich mache jetzt einfach eine rechte Maustaste aufs Inhaltsverzeichnis, wähle aus Felder aktualisieren und er haut mir das automatisch raus. Würde auch funktionieren, wenn sich eine Seitenanzahl ändern. Also ich lösche jetzt hier zum Beispiel auch nochmal so mal, was könnte ich löschen? Das Kapitel 3.1 lösche ich komplett weg, samt Unterkapitel. Damit gibt es einmal erstens nur mal 3.1 und das rückt mir auf die Seite davor. Auch Bevölkerung rückt mir nach oben, schaut jetzt so nicht besonders schön aus. Aber es müssen sich auf jeden Fall die Seitenzahlen ändern. Das heißt, Bevölkerung müsste jetzt auf Seite 2 sein und auch Mittelalter müsste auf Seite 2 sein. Machen wir rechte Maustaste, Felder aktualisieren. Wie wir sehen, erstens mal löscht alles raus, was ich rausgelöscht habe. Und die Seitenanzahlen passen jetzt auch. Und das war's.